So, Freunde, wir nähern uns Kvitjok, 19 Kilometer noch. Sieht doch gut aus. Der Kungsleden, hier geht's los. Leider vergessen, Gepäck zu wiegen, aber ich habe nur einen Schreck bekommen. Der nördliche Kungsleden. Da steht zwar Welcome, aber wir sagen mal auf Wiedersehen. So, Freunde, erste Rast im Kungsleden. Durchgeschwitzt und viel zu voll gepackt. Aber hier fühlt es sich ja nur an, Päuschen zu machen. Wasser, Abkühlung, Erfrischung. Und sonst ging es erstmal einiges an Anstieg zu bewältigen. Zwar nicht so steil hoch, aber auf eine lange Dauer. Hat aber Spaß gemacht. Bis jetzt. Aber der Rucksack ist sauschwer. Ja, man merkt den Rucksack doch schon ganz ordentlich, aber es geht. Alles voller Wacholder, Blaubeeren, Preiselbeeren, hier und da mal eine Moltebeere. Verhungern wisst ihr nicht. Die hatten hier dieses Jahr auch einen super Sommer. Immer warm. Ab und zu mal Gewitterchen. Aber deshalb mit Pilzen nicht viel los. Ja, das ist scheinbar zu trocken gewesen. Okay, schön Blaubeeren. Ja. Man sieht mich schwitzen. Aber geile Ecke. Okay, kommt mal weiter mit. Guckt. Oh, kommt gerade ein Windchen. Das ist äußerst angenehm. Weil wir haben heute tatsächlich hier auch 25 Grad. Schon recht ungewöhnlich für die Ecke hier. Eins ist mal klar, das lässt sich schlecht laufen. So viel Stein. Unglaublich. Das ist zwar schön, aber auch anstrengend. Wir haben uns heute so 16 Kilometer vorgenommen, das sollte reichen. Bei 10 sind wir ungefähr gerade. Ihr seht es ja selber. Über den See. Der Weg hier ist absolut scheiße. Schwierig zu gehen. Steine, Steine, Steine. Kommst nicht voran. Wahnsinn. Anstrengend. Aber gut, müssen wir weiter, ungefähr 5 Kilometer. Immer so ein paar gewagte Konstruktionen hier. Wir hoffen mal, dass er hält. Wasserflasche.
Wasserflasche was reinmachen, schnell. Weiter geht's. Wir haben nur kurz Wasser aufgefüllt hier. So sieht das aus hier. Wir sind nur am Rumklettern. Wahnsinn. Okay, hör auf zu jammern, Micha. Weiter geht's. So, Zelt ist aufgebaut. Ich bin fix und fertig. Das ist ein Platz, hier gibt es keinen Strom, kein Internet, kein gar nichts. Gas. Das war's. Macht aber nichts, brauchen wir auch nicht. Morgen wollen wir dann weiter in den Sarek. Das war heute die erste Etappe des Kungsleden. Von Kvikkjokk nach Parthe. Gut, wir sehen uns vielleicht später nochmal. Tja, morgen wollen wir da hinten lang. Da lang, 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 lang. Wo der Weg auch immer lang geht, keine Ahnung. Lang, 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 lang. Der fährt dann, glaube ich, da hinten hoch. Irgendwo fährt er hoch. Und dann, tja, weiter hinten ab in die Berge. Weil das, was da zu sehen ist, ist der Sarek. Diese Berge da. Alles, was dahinter liegt, ist Sarek Nationalpark. Und da wollen wir mal hin. Vorhin schon mal erwähnt, auf dem Campingplatz gelandet. Hatte ich ja schon mal erwähnt. Da steht unser Zeltchen. Ist tatsächlich Regen angesagt. Vor allem ist Regen angesagt die nächsten 3-4 Tage. Das wäre jetzt nicht so prickelnd. Wenn das nämlich nass ist, auf diesen Steinen rum, Glückwunsch. Ich glaube, das ist nicht so prickelnd. Wir befinden uns hier im Zelt und wie man hört, unschwer wahrscheinlich, regnet es. Ich guck mal, ob ich euch einen kleinen Ausblick verschaffen kann. So, und irgendwo da draußen liegt meine Brille. Vermutlich, vielleicht. Oder auch nicht, vielleicht habe ich sie auch eingepackt. Wir hoffen, dass heute nochmal aufhört. Das ist wunderbar. Ja, führt ein kleiner Teil, führt auch durch den Sarek, ne? Nicht, dass er sagt, wir wären nicht da gewesen. Tun wir. Ne? Nicht, dass einer behauptet, wir wären nicht da gewesen. Ja. Zumindest ein Schild sagt sowas aus. Ja, hier hat es irgendeinen zerlegt. Elch, Rentier, keine Ahnung. Tja, müssen wir aufpassen hier, sonst hat nicht auch passiert.
eine Flussüberquerung mit Brücke natürlich. Sieht das nicht so vertrauenserweckend aus, aber es täuscht wahrscheinlich. Ich gehe rüber und dann kommst du nach. Abenteuerlich, abenteuerlich, abenteuerlich. Und die nächste Brücke. Geht's ordentlich aufwärts. So, wir machen eine kleine Pause. An einem kleinen Bach, Gebirgsbach. Hier sind wir vorhin hochgekraxelt. Ich sag euch Leute, anstrengend. 30 Kilo auf dem Rücken. Und dann solche Wege hoch hier. Nee, während des Aufstiegs. Fix und alle. Muss ich mal aufstehen, sonst seht ihr nichts. Rucksack zieht ein bisschen stark nach hinten. Hier, keine Ahnung, was hier weiter geht noch. Oder geht es tatsächlich noch bis da ganz hoch? Geht's an den Berg vorbei hier. Oder es geht noch drüber, wer weiß. Vielleicht geht's noch wieder runter. Ich meine, dahinter sieht schon stark aus, ne? Ja. Ach, die Farben sind ein bisschen rot. Aber ich sag's euch, was eine Plackerei. Mit 30 Kilo auf dem Rücken hier hochmarschieren, ist nicht wirklich eine Freude. Aber gut, wir wollten dazu haben. Genug gejammert, weiter geht's. Es geht da hoch. Ich weiß nicht, ob man sieht, wie es hier hoch geht. Ich halte die Kamera einfach mal gerade. Wenn ihr da ganz oben einen gelben, blauen Punkt seht, Laria ist schon da. Also zumindest ein Stück höher als ich. Aber geile Aussichten. Geröllfelder, aber super Bilder hier. Brücke. Eine Brücke. Mal wieder. Diesmal mal ein bisschen was anderes noch. Ach,
da stehen schon wieder welche, siehst du? Also, warte nicht. Gehen wir da unten hin, Lager. So, wir sind mal wieder angekommen. Haben uns dann umentschieden, weil der Platz hier war einfach so geil. Haben wir gesagt, hier bleiben wir. Und haben wir aufgebaut. Ist recht windig, wie das halt so im Hochland ist. Wichtigste, Wasser ist vorhanden, bestes Trinkwasser und schönste Aussicht. Erstmal so erster Eindruck, später gibt es mehr. So, wir waren mal ein bisschen auf Wanderschaft, die Gegend ein bisschen erkundet, jetzt geht es wieder zurück zum Lager. Da sind wir wieder. Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Abendessen. Wir müssen unsere Tüten mal durchgucken, mal sehen, was es gibt. So, Freunde, wir haben Hunger und es wird gekocht. Es gibt von Wirtshaus. Das gibt's. Lässt sich leicht transportieren und schmeckt lecker. Steht zumindest drauf. Aber bis jetzt hat es immer geschmeckt, in freier Natur schmeckt alles. Okay, wir werden das jetzt mal kochen und uns zu Gemüte führen.
hier mal gucken, was die Wäsche macht. Die hat mal aufgehängt. Das war drätschnass, durchgeschwitzt, ohne Ende. Mal so aufgehängt hier. Aber ist noch nicht ganz trocken. Noch nicht trocken. Da steht unser Zelt. So, der nächste Morgen. Guten Morgen. Wir haben jetzt 8 Uhr. Sind gewaschen. Jetzt gibt es noch ein Käffchen. Ein schönes Frühstück. Und dann geht's auf die nächste Etappe. Mal schauen. Wir haben den Plan ein bisschen geändert. Aber nicht dramatisch. Gucken wir mal. Aber es wird schon schön. Okay, dann guckt noch mal hier.